Einen wunderschönen guten Morgen aus dem Landhaus Eppenbühl bei strahlendem Sonnenschein. Und es ist Mitte Mai, gerade mal. Und schauen Sie sich diese Pracht an. Es ist völlig verrückt dieses Jahr, was hier passiert. Ich stehe hier vor Scarmans Himalayan Musk. Die kennen Sie noch aus dem Frühjahr, als wir oben auf dem Dach vom Restaurant bei uns standen und ich Ihnen die gezeigt habe, diese Wahnsinnspracht. Jetzt schauen wir uns auch gleich hinten nochmal am Restaurant an, wo sie übers Dach geht. Ja, und was machen wir heute? Wir gehen einfach mal ein bisschen durch den Garten und schauen, was aktuell zu tun ist. Es gibt nämlich jetzt jede Menge schon zu tun. Dieses Frühjahr, dieses sehr heiße und außergewöhnlich früh treibende Frühjahr, das bringt sehr, sehr viel Arbeit mit sich. Sie müssen mal da runterschauen. Die beiden haben einen Spaß. Und vielleicht gehen die zwei auch mit in den Garten mit uns und wir schneiden schon mal ein bisschen zurück, was jetzt auch schon wichtig ist, und schauen uns alle möglichen Rosen in den Gärten an, was jetzt viel zu früh zwar ist, aber natürlich trotzdem wunderschön und wo wir jetzt schon ein bisschen Hand anlegen müssen. Kommen Sie mit. Es ist natürlich wirklich alles im Moment viel, viel zu früh. Und das stellt uns natürlich auch vor Herausforderungen hier in den Gärten, vor allem diese Wahnsinnshitze. Es waren ja teilweise über 30 Grad hier bei uns diese Woche. Und die Rosen, die gehen gerade zack auf. Ja, das ist ein wahnsinniger Energieschub, der da freigesetzt wird. Hier zum Beispiel wunderschön diese Champagne Moment von Cordes. Eine wunderschöne Rose mit diesen gefüllten Creme, zartgelben Blüten. Die Allium, die Zierlauche sind jetzt schon voll hier in der Blüte. An der Wand blüht, hier hinter mir ist Hella, die weiße Rose, und hier ganz, ganz besonders schön Sombreuil. Ich meine, das ist was hier in der Regel Mitte Juni passiert, und jetzt sind wir hier schon absolut in der vollen Blüte. Hier die Alexandra Rose von Austin, die schon anfängt, und Sie sehen, was da jetzt demnächst noch kommt an Knospen, und uns wird ganz schwindlig, weil eigentlich, wie gesagt, es geht alles viel zu schnell und viel zu früh dieses Jahr, und es ist also irgendwie, man ist so ein bisschen atemlos, was hier alles passiert. Das Problem ist immer so ein bisschen, dass die Rosen und auch die Stauden natürlich ganz besonders, wenn es jetzt so wahnsinnig heiß drauf knallt den ganzen Tag, dass die natürlich dann gerne mal auch ein bisschen die Köpfe hängen lassen und ein bisschen so einfach traurig in den Beeten stehen, vor allem dann am späteren Nachmittag. Lassen Sie sich davon bitte nicht kirre machen. Wir gießen hier wirklich bei den etablierten Pflanzen überhaupt nicht. Sie haben letzte Woche im Video gesehen, da haben wir gegossen, die Sprenger aufgestellt bei uns im neuen Hochzeitsgarten, weil da die Stauden ganz jung und frisch angepflanzt sind und die brauchen natürlich ein bisschen was. Aber ansonsten, die ganzen etablierten Stauden und Rosen, die schon länger in den Beeten stehen, die kriegen echt auch jetzt in dieser Hitze kein Wasser von uns. Die erholen sich über die Nacht dann wieder und stehen morgens dann auch wieder gut da. Das sieht man jetzt sehr schön, weil wenn sie jetzt noch mit Wasser rangehen, dann tun sie zusätzlich noch forcieren und die Rosen noch vorantreiben. Und dann verausgaben die sich noch mehr. Und vor allem sind die dann total abhängig von ihrem Wasser und versorgen sich nicht mehr selbst. Und dadurch werden sie im Prinzip geschwächt. Und mit viel Wasser, was holen sie sich natürlich da auch noch zusätzlich? Pilzsporen. Und das wollen sie natürlich auch vermeiden. Genau, schauen wir da mal noch ein bisschen weiter. Also an den Wänden ist es natürlich immer ganz besonders schnell, weil das sind geschützte Pflanzplätze. Da legen die Rosen immer gerne früh los. Hinter mir hatten Sie gerade die wunderschöne Katja's Favorite auch gesehen. Öfter blühender Rambler von John Scarman. Wunderschön, ganz beliebt bei den Bienen. Hier haben wir Narrow Waters, Madame Caroline Testu, Bantry Bay und dann kommt Ginny. Also wie gesagt, es ist unglaublich früh. Klar, es ist normal, dass die an den Wänden schon etwas früher sind als die Rosen in den Beeten häufig, wenn es geschützt ist und warm. Aber das ist natürlich vollkommen irre, in Anführungszeichen, was hier im Moment passiert. Und hier die Best Impression, zweifarbig auch, total schön. Übrigens, machen Sie sich jetzt echt keine Sorgen. Gucken wir mal hier unten ein bisschen an die Rose ran. Ihre Rosen haben jetzt teilweise vielleicht ab und zu mal so ein bisschen gelbe Blätter. Das ist wirklich nichts Schlimmes. Tun Sie einfach mit Plant Health und da kommen die mit Wellness weiterspritzen. Das ist wirklich jetzt einfach auch diese Verausgabung der Pflanzen, diese massive Hitze. Die haben dann zwar häufig ein bisschen kühler nachts und erholen sich wieder, aber so das ein oder andere Blatt, das darf Sie jetzt gar nicht schockieren. Die zupfen Sie dann einfach ab
und nehmen die auf und tun sie weg. Also das ist nicht jetzt irgendwie gleich ein Pilzbefall oder ähnliches. Es ist einfach diese außergewöhnliche Kraftanstrengung, die Rosen da leisten müssen. Apropos eben Spritzen, wir machen weiterhin hier unseren Turnus. Im Moment so im 10-Tage-Rhythmus mit dem Plant Health und dem Plant Wellness, weil es ist doch wirklich Pilzsporenwetter jetzt auch. Keine Bange, das Wellness ist ja im Moment nicht zu haben. Das ist ja die zusätzliche stärkende Komponente. Also wenn Sie das jetzt im Moment nicht bekommen, das gibt es dann wieder, glaube ich, Anfang Juli, wenn die Rohstoffe wieder da sind. Solange kann man das Plant Health aber absolut alleine spritzen. Das ist also dann auch kein Problem. Wenn Sie zusätzlich Stärkung den Rosen geben möchten, könnten Sie zum Beispiel das Rose Strength dann zusätzlich gießen. Ist ein bisschen mehr Arbeit, weil es sind zwei Arbeitsgänge. Aber also wenn Sie das Gefühl haben, Ihre Rosen sehen so ein bisschen mitgenommen aus, dann geben Sie den lieber einmal in der Woche noch so einen Schluck von dem Rose Strength dazu, solange das Wellness nicht zu bekommen ist. Aber wie gesagt, also die gelben Blätter sind überhaupt kein Problem. Und wenn wir jetzt mal hier nochmal, ich drehe mich auch mal um, diesen ganzen Weg entlang gehen, da sehen Sie eigentlich, oder gucken, da sehen Sie etwas sehr schön. Wir fangen hier im vorderen Bereich tatsächlich mit den dunklen und purpurroten Tönen an, weil das dann eben im Verlauf in die Ferne hin immer heller werden soll, weil eben in die Ferne ist es immer schön, dass man eben das Helle dann sieht. Das Dunkle auf die lange Strecke, das verläuft sich und geht in die Landschaft über quasi, sehe ich nicht mehr so gut. Und wenn ich hier jetzt eben mit den dunklen Farben anfange und dann immer heller werde, dann ist das eben ein sehr, sehr schöner Farbverlauf, den wir hier haben. So, jetzt gehen wir mal noch in den Hauptgarten und schauen, was da noch los ist. Schauen Sie mal, Landhaus Ettenbühl, auch fast in voller Blüte schon. Ich meine, da kommt noch ganz viel, da wird man in der Woche wahrscheinlich kein Laub mehr sehen vor lauter Blüten, aber auch eben sehr, sehr früh. Und hier hatten wir einen wahnsinnigen Blattlausbefall die letzten Tage. Es ist ja wirklich richtiges Blattlauswetter eh. Und gucken Sie mal, wen ich da gerade entdeckt habe. Das ist natürlich unser allerbester Freund, wenn es um Blattläuse geht. Marienkäfer sind super. Und das ist natürlich einer der Nützlinge, der uns wunderbar hilft, hier die Blattläuse in den Griff zu kriegen. Wenn es wirklich total überhand nimmt, dann muss man vielleicht tatsächlich mal einen schädlingsfrei, was habe ich denn, zum Beispiel hier Spruzid von Neudorf nehmen oder das Nehmschädlingsfrei. Das ist dann auch durchaus mal, damit die Pflanzen jetzt einfach nicht so geschwächt werden, weil die saugen dann doch irgendwie an allen Ecken und Enden die Blattläuse und das wollen sie natürlich im Moment nicht. Aber das Tollste ist natürlich, wenn sie die Marienkäfer im Garten haben und da zur Hilfe kommen lassen, weil dann sind die Blattläuse auch ratzfatz wieder weg. Ja, und dann schauen wir mal hier um die Ecke hoch aufs Dach. Da ist nämlich die Scarman Timoleyn Musk nochmal, die Sie eben schon am Eingang gesehen hatten. Hier geht sie übers Dach. Wunderschön. Davor die Bäume, das sind die Balsampappeln, in denen jetzt auch schon die Rambler anfangen zu blühen. Das sehen Sie auch schon, Goldfinch fängt da schon an. Und dann gucken Sie doch mal diese traumhafte Clematis. Ich kann Ihnen jetzt gerade gar nicht genau sagen, welche es genau ist, aber wir haben ein paar sehr, sehr schöne Weiße im Online-Shop und da ist sie mit Sicherheit auch dabei. Ja, und dann geht es hier weiter mit den Ramblern. Und hier ist Alberic Barbier, hier oben im Baum, wird auch jetzt wunderschön die nächsten Tage werden. So früh morgens ist natürlich hier noch wunderschöne Ruhe, bevor die ganzen Besucher kommen. Und jetzt schauen wir aber mal in den Hauptgarten, vor allem auch in Johns Garten, was sich da schon so alles tut. Bevor wir in den Garten gehen, muss ich Ihnen aber hier noch schnell an den Wänden was zeigen in unserem Teegarten. Da wird jetzt gerade noch vorbereitet für den Tag heute. Und schauen Sie mal hier an der Wand. Wunderschön. Das ist eigentlich eine Strauchrose. Das ist das, was wir in anderen Videos auch schon mal vorher gesagt hatten. Es gibt eine ganze Menge Strauchrosen, die ganz super auch an Wänden funktionieren. Und hier haben Sie eins der Beispiele par excellence. Das ist Penelope. Traumhaft mit diesen zarten Champagnergelben, wunderbar zarten Farben. Und das ist eigentlich eine Moschata-Hybride, eine Strauchrose, die auch einen tollen Strauch auf 1,50 macht. Und Sie sehen, hier klettert sie locker auf 3 Meter und blüht jetzt also wunderschön. Und die ganzen Moschata-Hybriden sind toll, die machen das alle. Die Felicia zum Beispiel, Queen of the Musk und eben hier die Penelope. Also von daher, wenn Sie was richtig so
Buschiges, Romantisches, wir sagen so cottagey haben möchten an der Wand, geht das eben auch sehr, sehr schön. Und dann haben wir aber auch ein paar klassische Kletterrosen hier. Gucken Sie mal hier drüben zum Beispiel. Ganz wunderschön, die Gloire de Dijon. Funktioniert natürlich gegen diese Wand, diese leicht terrakottafarbene Wand auch sehr, sehr gut und ist dann also wirklich eine ganz klassische Kletterrose, die hier toll aussieht. Da müssen wir natürlich jetzt schon wieder hoch. Sie sehen, die ersten sind verblüht und vom Regen ein bisschen mitgenommen. Und da heißt natürlich jetzt dann schon wieder auf die Leiter gleich hoch und das Verblühte ausschneiden, damit es den ganzen Sommer weiter blüht. Das kennen wir ja schon. Ja, und dann geht es hier rüber weiter mit verschiedenen Ramblern und anderen Kletterrosen. Und da sitzen natürlich unsere Gäste hier dann wunderschön in diesem Teegarten und lassen sich vom Rosenduft umspielen. So, aber jetzt gehen wir wirklich in den Garten. Erkennen Sie die Yellow Brick Road wieder? Das ist der Wahnsinn, oder? Was hier passiert ist in den letzten Tagen, kann man sagen. Hier geht schon die Rose de Recht auf. Die ganzen Stauden sind jetzt hier wunderschön zu sehen. Die Astranzien blühen schon. Hier hinten die Artischocke, die eben so toll wirkt vor der dunkleren Leilandzypresse. Hier die Rosen, schauen Sie mal, wie die davon schießen. Ja, das ist unglaublich, die sollte eigentlich gar nicht so hoch sein. Und Sie erinnern sich, wenn es jetzt dann losgeht mit dem Sommerrückschnitt, nicht hier oben das Verblühte zurückschneiden, ganz wichtig, tief unten im Strauch wieder, damit die Rose dann später wieder schön kompakt ist und eben nicht so davon schießt. Ich meine, hier ist es toll, jetzt so ein bisschen die Höhe zu haben, aber Sie können sich vorstellen, wenn es dann noch weiter hoch geht, das wäre dann wirklich ein bisschen viel. Aber das machen wir dann nochmal mit dem Sommerrückschnitt. Ja, dann haben wir hier den Jumping Jack, der schon am Blühen ist, wunderschön. Und hier natürlich die Helianthemum, die Kanten hier auch ein schön bisschen umspielen. Und der Seppel, der ist im Thymian unterwegs. Das findet er auch total. Ja klar, da legst du dich jetzt mitten rein. Deswegen haben wir nämlich diese Stellen, diese nackten, weil der Seppel sich da reinlegen muss. Aber dafür riecht er dann nachher ganz toll. Und der Willi kommt auch dazu. Na super. Und direkt daneben haben wir dann Humphreys Rose. Auch schon in Blüte. Es ist wirklich, also ich hatte vorhin gesagt, man wird so ein bisschen atemlos und das ist tatsächlich so. Also auch sehr, sehr schön. Jetzt ganz beliebt bei den Bienen auch. Und dann geht es hier schon weiter in unsere Weißharmonie. Da haben wir nochmal unser Geranium Renardii. Erinnern Sie sich auf dem letzten Video im Hochzeitsgarten. Und dann den schönen duftenden Phlox. Und hier dann irgendeine weiße Rose, von der ich jetzt gerade nicht weiß, was es ist. Ah doch, wissen Sie was? Das ist Elizabeth Bennett von John's Garden. Miss Elizabeth Bennett, auch schon in Blüte. Und dann gucken Sie mal hier, unsere Mrs. Billy Crickbögen. Ha, ich hatte es versprochen, die werden sich dieses Jahr treffen und wir sind soweit. Sie sehen es, da oben können Sie schon fast erahnen, wie die Rose jetzt zusammenstößt und die werden das dieses Jahr mit Sicherheit schaffen, dass der Bogen dann dicht gefüllt ist. Und die fängt auch schon an zu blühen. Wunderschön, und da werden wir ganz doll hinterher sein, das Verblühte immer wieder gleich auszuschneiden, damit möglichst lange die Blüte anhält. Und Sie erinnern sich auch noch aus dem letzten Jahr wahrscheinlich, schauen Sie mal hier, wer sich da freut. Dass es also wirklich bis tief in den Herbst hinein hier noch geblüht hat. Und das sind ja Rosen, auch einfach nochmal zur Erinnerung, die sind tatsächlich in Löcher gepflanzt worden, wo 20 Jahre vorher Rosen drin standen, exakt in die gleichen Löcher. Und das nur mit dem Root Grow. Das funktioniert also tatsächlich. Sie sehen, wir haben da keinen Erdaustausch gemacht, keine großen Aktionen, einfach unseren Bio-Container reingesetzt, unten den Boden aufgeschnitten von unseren Kokoscontainern, vorher das Root Grow unten reingestreut und zack, da sind sie, ohne großen Erdaustausch. Also Mrs. Billy Crick werden wir auch im Auge behalten und ich freue mich riesig, dass das dann sicherlich im Laufe des Sommers, dass Sie sehen können, wie die Bögen dann ganz dicht sind. Apropos die Bögen. Wir warten immer noch drauf, aber ich schätze, dass es jetzt wirklich in den nächsten Tagen endlich was wird. Die sind im Moment noch beim Pulverbeschichten. Es dauert einfach in diesen Zeiten alles viel länger. Pulverbeschichten ist halt ganz wichtig. Erstens, dass sie dann eben schwarz sind und zweitens, dass sie eben dann auch wirklich komplett rostfrei sind und eben lange für sie halten. Aber da gibt es dann demnächst auch eine Info, sobald die dann endlich da sind und lieferbar sind. So, und jetzt gehen wir mal hier unten zum Froschkonzert in den Wassergarten. Schauen wir mal, was die Rosen da alle machen.
Seppel hat gerade schon die Frösche verjagt. Ich wollte ihn eigentlich zeigen, aber kaum hat er seine Nase hier in den Wasserlauf gestreckt, zack, waren sie weg. Und aber was Sie hier ganz schön jetzt auch sehen im Wassergarten, auch eine unglaubliche Pracht. Selbst die Rosen, die Jungen, die wir jetzt im letzten Winter gepflanzt hatten, die sind auch schon hier am Blühen, unglaublich. Da geht es also auch schon los. Und auch da haben wir natürlich das eine oder andere gelbe Blatt. Wie gesagt, lassen Sie sich jetzt davon nicht irgendwie verrückt machen. Und selbst hier sind wir nicht am Gießen. Wir haben hier zwar die Bewässerung drin, das kennen Sie ja schon, die Schläuche, aber wir haben die echt nicht laufen momentan. Einfach eben, um da nicht uns die Pilzkrankheiten anzuzüchten und nicht hier die Rosen zusätzlich zu forcieren. Die sind zwar dann wirklich mal so ein bisschen lätsch irgendwie, aber echt werden nur ganz, ganz, ganz wenig ab und zu mal mit einem Schlückchen versorgt, weil sonst wird es einfach alles zu viel mit Wachstum, mit Verausgabung und eben dann auch mit der Abhängigkeit von dem Wasser, das wir ihnen geben. Hier wunderschön Guy d'Armand, dann die Palais Biron ist schon am Kommen. Unglaublich, wie das hier losgeht. Hier die Border Queen vom John. Ist sie doch, oder? Ja, traumhaft, wunderschöne Rose. Clematis fängt hier hinten schon an zu blühen. Die Novalis. Also es ist, man ist irgendwie für Mitte Mai, ja, man muss sich das immer wieder vor Augen halten, was da passiert. Also ja, einfach Ihr Programm weitermachen mit dem Pflegen und dem Spritzen, nicht aus der Ruhe bringen lassen und vor allem die Rosen jetzt nicht zusätzlich forcieren. Zwar wirklich füttern und pflegen, aber nicht noch zusätzlich die unter Stress bringen. Jetzt gucken wir mal, ob wir nicht doch noch ein paar Frösche sehen. Ja, ich glaube, solange der Seppel hier rumstreunert, da wird das wahrscheinlich nichts mit den Fröschen. Der, gucken Sie sich den mal an, kleine Wildkatze. Aber schauen Sie, die schönen Seerosen hier, also das ist doch wirklich jetzt fast ein bisschen Monet-mäßig. Sehr, sehr schön. Ja, und dann hier die Bernsteinrose, dieses Jahr im Frühjahr gepflanzt, also auch unglaublich schön, was da jetzt schon kommt. Und es wird also wahrscheinlich ein unglaublicher Rosensommer. Und jetzt schauen wir mal beim John drüben in den Rosengarten, in den neuen John's Garden Rosengarten, wie weit die Rosen denn da jetzt schon sind. Ja, und hier passiert auch schon eine ganze Menge. Die ein oder andere Blüte ist da. Alle, wie gesagt, jetzt gerade im Frühjahr gepflanzt. Erinnern Sie sich an das Video. Auch hier hatten wir komplett mit dem Root Grow gearbeitet. Und die Rosen eben auch mit dem Kokoscontainer unten den Deckel abgeschnitten und dann hier eingesetzt. Hier sehen Sie schon wieder die kleinen Jumping Jacks, die wunderschön am Blühen sind. Übrigens nach meinem ältesten Sohn benannt. Und dann hier gibt es auch ein paar ganz neue Sorten. Die heißt jetzt zum Beispiel Scarman 14013. Das bedeutet, die ist jetzt noch ganz jung aus Johns Zuchtprogramm. Die hat noch gar keinen richtigen Namen. Und da können unsere Besucher jetzt in Zukunft, wenn sie hier den Garten anschauen, dann quasi voten, abstimmen, welche Rosen ihnen besonders gut gefallen. Und wir schauen dann, ob diese Rosen, die besonders gut gefallen, auch besonders gute Eigenschaften haben. Und dann werden die eben entsprechend dann später auf den Markt eingeführt. Aber die müssen sich hier auch jetzt erstmal ein paar Jahre bewähren, ob sie das halten, was wir uns von ihnen versprechen. Also nicht nur schön sind, sondern auch widerstandsfähig, schön gesund, toll duften und all diese Eigenschaften haben. Und wenn das dann gegeben ist, dann werden sie erst eben dann zur Verfügung gestellt als Rose, die man dann kaufen kann. So, jetzt starten wir aber noch den alten sommerblühenden Schönheiten einen kleinen Besuch ab oben im Hauptgarten, weil da muss man tatsächlich jetzt noch ein bisschen was arbeiten, bevor die richtig anfangen zu blühen. Und das möchte ich Ihnen gerade zeigen, was man da machen muss. Schauen Sie mal, wie traumhaft unsere Rose du Mont-Hecke ist. Der Seppel findet sie auch ganz klasse, hier im Schatten unter der Hecke zu liegen. Und das gucken wir uns nächste Woche nochmal an, wenn noch ein paar Blüten mehr aufgegangen sind. Wie traumhaft diese kleinen, wunderschönen Hecken sind, gerade auch als Beeteinfassungen. Muss nicht immer Salbei, Lavendel und ähnliches sein, können auch wunderschön die Rosen sein.
Schauen Sie mal, ist das jetzt nicht ein Traum? Letzte Woche stand ich hier noch mit dem John und da hat noch keine einzige Blüte geblüht, als wir das Video gemacht haben hier bei den Hochzeitsgarten. Und jetzt ist dieser Scarman's Himalayan Musk in voller Blüte. Ja, gut, dass der John morgen schon wieder kommt. Er ist gerade in England, also morgen kommt er wieder. Und dann wird er sich freuen, wenn er seinen Scarman's Himalayan Musk hier so schön in Blüte sieht. Sie sehen also, wir haben ihn vorne an der Hofeinfahrt quasi ganz informell über die Mauer wachsen lassen. Dann wächst er bei uns eben über das Dach des Restaurants und dann aber auch eben hier in Bäumen. Also diese sommerblühenden Rambler, die sind wirklich so vielseitig einsetzbar und eben tolle Blickfänge, wie Sie sehen. Aber jetzt schauen wir mal hier bei den alten Damen vorbei. Da fängt es nämlich jetzt auch gerade an zu blühen. Und hier kommt jetzt das zum Tragen, was ich schon ein paar Mal in den Videos über die alten, einmal blühenden Rosen gesagt hatte. Nämlich, die fangen jetzt an, schauen Sie hier, diese vegetativen Triebe rauszuschießen. Wobei, hier ist sogar noch eine Knospe dran. Aber gucken wir mal ein Stückchen weiter. Schauen Sie mal, was hier kommt, die Tage. Noch ein paar Tage. Und diese Tausenden von Blüten werden aufgehen. Also wirklich, das wird ein Spektakel sein. Wenn wir jetzt nicht irgendwelche richtig fiesen Gewitter oder gar Hagel kriegen, ich will es gar nicht sagen, dann wird das also dieses Jahr wirklich ganz spektakulär. Und das sind jetzt eben hier, schauen Sie mal, diese vegetativen Triebe, von denen ich immer wieder in den Videos vorher auch gesprochen hatte. Und die schneiden wir jetzt weg. Und zwar einfach aus dem Grund, ich ziehe mal meinen Handschuh an besser, ist immer ein bisschen ordentlicher. So. Einfach aus dem Grund, das ist verpuffende Energie jetzt um diese Jahreszeit. Diese Energie ist viel besser hier in den Knospen aufgehoben und in den Blüten. Wunderschön, schauen Sie mal, wie es da schon aufgeht. Und wenn wir die jetzt wegschneiden, diese Triebe, erstens haben wir dann wieder eine Rose, die viel schöner und kompakter dasteht. Und diese verpuffende Energie, wie gesagt, die sorgt auch dafür, dass einfach die vorhandenen Knospen und Blüten dann viel, viel länger blühen. Und von daher gehen wir da einfach durch und nehmen die alle zurück. Und dann sieht es wirklich gleich wieder ganz anders und ordentlich aus. So. Und wir können die Knospen dann viel besser genießen, weil eben nichts sie verdeckt. Und hier haben wir noch ein bisschen Winde drin, das gehört auch immer dazu, genau. Und eben, sie blühen wesentlich länger. Und das machen wir jetzt hier überall im ganzen Rosengarten, bei den alten, einmal blühenden, sommerblühenden Rosen, diese jungen vegetativen Triebe, an denen jetzt um diese Jahreszeit keine Knospen mehr sich ansetzen werden, die kommen weg, damit die Energie im Strauch verbleibt. Gehen wir mal hier vorne noch, gucken Sie mal, wie schön es da schon blüht. Das ist so ein bisschen, kann man sich schon vorstellen, was da in den nächsten Tagen passieren wird. Hier Madame Hardy, Blanche Fleur, wunderschön. Jetzt haben wir hier Supert E. Notting mit dieser wunderschönen alten Blüte. Absoluter Traum. Madame Hardy, schauen Sie, geht schon auf mit dem wunderschönen grünen Auge in der Mitte. Eine ganz klassische Damascena-Rose. Traumhafter Duft. Aber hier werden wir mit Sicherheit die nächsten ein, zwei Wochen nochmal reinschauen, damit Sie das auch mitkriegen, wie das dann hier im absoluten Blütenmeer ist. Wie gesagt, den Duft kann ich Ihnen leider nicht rüberschicken. Der ist wirklich also unsagbar. Aber zumindest, dass Sie dann die Blüten sehen können. Und jetzt schauen wir uns noch eine Kuriosität an, die ich Ihnen heute mitgeben möchte, bevor wir uns dann verabschieden für diesen Sonntag. Kommen Sie mit. Schauen Sie mal. Das ist Margaret Hilling und das ist Nevada. Und das sind nicht zwei Rosen, die hier zusammengepflanzt sind, sondern die Nevada erscheint tatsächlich am Strauch der Margaret Hilling. Und das ist was, das sind so Mutationen, die immer mal wieder passieren, wo man sich in seinem Garten nicht wundern darf. Die sind jetzt ein bisschen vom Regen mitgenommen. Ich hätte sie Ihnen gerne ein bisschen früher gezeigt, aber wir blenden Ihnen nochmal ein Foto ein, wie es vor einem Tag oder zwei aussah. Und eben hier hat sich einfach jetzt dieses Jahr durchs Wetter, durch irgendwelche Umstände, mal die Nevada wieder durchgesetzt, die die Ursprungsrose ist von der Margaret Hilling.
Und dann haben wir plötzlich an einem Strauch beide Rosen, beide Farben. Im nächsten Jahr kann das wieder ganz anders sein, dass es wieder nur die Margaret Hilling ist. Das sind so die kleinen Launen der Natur. Und wenn Sie eben sowas bei sich im Garten haben, schicken Sie uns gern Fotos, finden wir immer spannend. Und zeige ich dann auch gerne nochmal den anderen Zuschauern, weil da muss man sich dann also keine Gedanken und Sorgen machen. Das ist halt einfach so. Ja, und mit dieser kleinen Kuriosität wünsche ich Ihnen noch einen wunderschönen Sonntag. Sie sehen, was in den nächsten Wochen auf uns zukommt. Wir werden immer wieder Spaziergänge durch die Gärten machen, wo ich so ein paar praktische Dinge mit Ihnen mache, aber Ihnen vor allem die wahnsinnige Pracht, die wir jetzt erwarten, dann zeigen. Es fangen die Rambler demnächst an, die Kletterrosen am Teichgarten, überall der Lavendelgarten ist am Schießen, der Rittersporn ist schon so hoch. Also sehr, sehr, sehr viel zu sehen. Ich freue mich drauf und wünsche Ihnen heute noch einen schönen Sonntag. Genießen Sie ihn und dann bis nächste Woche wieder. Tschüss!